Moinsens und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Brickforce. Heute mal mit der goldenen Snake und professionell wie ich natürlich bin, habe ich mir während des Abendbrotgespräches ein Thema überlegt für alle, die jetzt sehr sensibel sind und nicht gerade eklige oder irgendwie andere Sachen so ertragen. Den würde ich jetzt empfehlen abzuschalten, weil es wird doch ein leicht bisschen ranzig. Und aber ansonsten, wer jetzt die Hardcore-Fans sind und sagen so, komm, so schrecklich kann es gar nicht sein, schlimmer als dein Gesicht wird eh nichts mehr. Also dann, Leute, los geht's. Ich würde da gerne wissen, was ihr da davon haltet. Und zwar, ich emme schon wieder zu viel rum, das ist echt peinlich. Und zwar, schon wieder, ey, oh Mann. Also, Alter, es kann nicht sein, es kann nicht sein. Ganz kurz, Moment, ich muss mal ganz kurz killen. Fuck. Vielleicht war die Waffe doch nicht so optimal. Moment, ich nehme mal die Gold-Orion. So, und zwar würde ich gerne darüber reden, wie sieht es bei euch aus mit dem Kacken? Also, ich will jetzt nicht wissen, was ihr hier für Wurstform auf Klo setzt, so eine Mona Lisa, ob ihr der wahre Künstler seid, oder ob ihr schon mal so einen Eiffelturm auf Klo gesetzt habt, was ich übrigens schon mal gemacht habe, das war voll unangenehm, der hat dann so meine Arschhaare gekitzelt. Na, was ich wissen will, ist, könnt ihr in einem, irgendwie in so einem, ja, random Klo so ganz gut kacken oder läuft das dann bei euch verklemmter? Denn ich muss ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen wie Greg. Ich brauche so zum einen meine absolute Ruhe auf dem Klo und ich brauche auch das richtige Ambiente. Weil ohne das richtige Ambiente geht bei mir gar nichts, dann habe ich irgendwie Verstopfung. Wir haben zu Hause 3 Klos, aber nur auf eins gehe ich immer, weil wir bei den anderen beiden, da fühle ich mich einfach nicht wohl. Da gehe ich einfach nicht gerne. Boah, schon wieder, ey. Tut mir leid, ich bin gerade echt unkonzentriert. Das ist halt bei mir so. Das oberste, das ist zwar schön und gut, aber ja, wie soll ich das sagen? Da geh ich einfach nicht gerne hin. Das ist irgendwie nicht mein Klo. Das unterste bei uns im untersten Geschoss. Ich werde dann irgendwann nochmal beim 1000 Abo Special wahrscheinlich so eine kleine Roomtour machen. Wenn wir, glaube ich, dann alle machen. Und ja, ich gehe das einzige Klo, wo ich kacken gehe, ist das mittlere. Denn da habe ich zum einen schönen Ausblick auf unseren Garten. Unser Garten ist echt richtig nice, der ist richtig groß, also ich glaube, da können wir mit jedem Bauernhof mithalten. Der ist riesig. Und mit dem mittleren Klo außerdem, dort habe ich einmal genügend Platz, denn im unteren Klo, da fühlt man sich wie in so einer Goldmine, da ist viel zu eng. Und da kommt man auch nicht gut ans Klopapier ran. Ich hatte das schon mehrmals, dass ich dann mit meiner noch halb im Arsch hängenden Kackwurst aufstehen musste. 3 Meter zum Schrank laufen musste und mir dann dort eine neue Klopapierrolle holen musste. Und das war echt nicht angenehm. Also, das kann ich keinem empfehlen. Legt euch immer, wenn die Klopapierrolle alle ist, bevor ihr reinkommt, legt euch was zurecht. Sonst geht da gar nichts. Moment, ich muss kurz was schreiben. Und ja, also, wie gesagt, schreibt mal, wie es bei euch ist, ob ihr auch so verklemmt seid wie ich. Vielleicht bin ich ja nur total verwöhnt von mir zu Hause, weil ich kann so auf Autobahnraststätten, kann ich überhaupt nicht kacken, da geht bei mir gar nichts. Au, aua, von wer denn und von wo? Ach, wer ist das? Au, hä? Von wo denn? Ach, von da unten? Alter. Der hat mir jetzt aber gerade echt einen Schock eingejagt, ey. Und ja, also, lol, Alter. Leute, bringt mir doch gar nichts, oder? Nee, ne? Eigentlich nicht. Oh Gott, das war knapp. Boah, ich muss sagen, diese Runde kann ich eigentlich mal gar keinen. Obwohl das Spiel eigentlich der letzte Scheiß ist. Hallo, das ist hier meine aus dem Clan hier. Oh, au. Ich bin Pazifist. Nett auf mich. Au. Aua, Alter, der gibt mir ja mal richtig. Ja, und was ich noch gerne sagen. Ach ja, na gut, nee, das will ich nicht, dass ihr reinschreibt, was ich schon mal für kreative Kackwürste abgesetzt habt. Und der schon mal so wie ich so einen Eiffelturm hat oder auch so eine Mona Lisa irgendwie. Das will ich nicht wissen, das ist mir zu witzig. Aber was mich mal interessiert. Ja, wie gesagt, schreibt mal rein, wie es bei euch ist. Könnt ihr irgendwie random kacken?
wenn der da nicht irgendwie angewidert, außer, also gut, ausgenommen diese Autobahnraststätten-Toiletten, weil die sind echt der allerletzte Rotz. Bei Autobahnraststätten, da hab ich ein einziges Mal mich richtig auf die Klobrille draufgesetzt und gekackt. Danach hatte ich irgendwie solche komischen Warzen, die wurden dann immer mit so einer Art Schraubenzieher oder was es auch war, vom Hintern abgekratzt. Da sah ich dann am Arsch aus wie so ein Streuselkuchen. Ich hatte in der sechsten, nee, nicht in der sechsten, ich hatte im Prinzip mit 5 Jahren so eine Art Arschpubertät. Da war ich überall übersät wie so ein Streuselkuchen. War nicht lecker, Leute. Und also wer auch sowas hat, ich kann nur sagen, Leute, ich stehe euch bei, mein Beileid. Das ist nämlich echt, echt widerlich. Boah, da schaudert es mich jetzt noch, wenn ich daran denke. Boah. Und dieses Gefühl, wenn das immer so abgeschabt wird. Wahrscheinlich hat jetzt sowieso schon die Hälfte abgeschaltet, allein schon, wenn die das Thema Kackwurst gehört haben. Aber ich persönlich, liebe Zuschauer, ich hätte auch abgeschaltet. Weil wer will bitte schon eine Diskussion hören, wie irgendein Spaß über sich selbst beredet? Jelly, Bock auf ein 2-2 im Sniper Hill. Du Gegner. Och Leute, müsst ihr. Es ist kein Witz. Jedes Mal, wenn ich on bin. Jedes Mal. Das ist halt das. Ich bin ja so inaktiv im Brickforce geworden, ich suche zurzeit halt nur noch Assassin's Creed Unity. Und jedes Mal, wenn ich on bin, jedes verfickte Mal, flüstert mich irgendeiner an. Das ist echt nicht mal feierlich. Boah, ich weiß gar nicht, wie lange die Runde jetzt ging. Ich hoffe mal, die war nicht zu kurz, weil alles andere wäre wieder peinlich. Die letzte Runde, die ich irgendwie hochgeladen ging ja irgendwie... Nee, die vorletzte war das. Die ging ja irgendwie nur 5 Minuten oder so. Da schäme ich mich jetzt noch, dass ich euch so eine Rotze angedreht habe. Dafür gebe ich euch jetzt nochmal wirklich meine tiefste Entschuldigung. Da wäre ich fast nochmal hopse gegangen, ey. Ach ja, es gab ja dieses geile Outfit im Shop, ne? Aber ich habe es mir nicht geholt, weil ich bin einfach so inaktiv im Brickforce. Ich komme nur noch on die meine eine Runde auf und das war's dann halt auch. War ich zurzeit extrem sucht, das ist Assassin's Creed Unity. Ich habe da auch einen Clan. Der heißt so, angelehnt hier an das. Das kennt ihr ja natürlich alle. Und... ja, also wer will, bewerbt euch, wir nehmen jeden an. Moment, ich muss kurz noch was schreiben, weil der Typ, der ist Brickhill der Woche geworden. Also gut, Leute, das war's mal wieder von mir. Wem es gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wird mich echt freuen. Oder ein Abo. Bis dahin, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Und tüdelü.